So, und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen Challenge-Folge in Ghost Recon Wildlands, dem DLC Fallen Ghosts. Ich und der Lumpy haben uns überlegt, nachdem wir die letzten Missionen so chaotisch verbracht haben, machen wir es heute noch ein bisschen chaotischer, und zwar mit einem angepassten HUD. Das wird crazy. Wir haben so gut wie fast. Achso, hallo erstmal, Lumpy. Ich grüße dich, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Hallo, hallo. Ja, wir haben uns das HUD ein bisschen angepasst. Wir haben so gut wie fast alle Informationen rausgenommen. Das Einzige, was wir jetzt noch drin haben, sind die Markierungen oder Informationen und natürlich noch kontextabhängige Aktionen und Munition unten links ist mir einfach wichtig, damit ich weiß, welche Ausrüstung ich gerade angelegt habe. Und ja, unsere Aufgabe heute besteht darin, den Boss des östlichen Bezirks zu killen. Und zwar, wer ist das? Kapitän Ortega. Der ist irgendwo? Ach, da steht's ja. Kapitän Ortego hat sie herausgefordert. Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir die Herausforderung heute annehmen können. Ich würde kurz die Mission annehmen, damit sie losquatschen können, und dann machen wir uns auf den Weg. Jo. Ja, sie haben uns gerade mitgeteilt, dass er uns herausgefordert hat in seiner Arena, und ja, das nur unter seinen Bedingungen. Uhuhu. Hallo. Kriegen wir jetzt eigentlich noch Benachrichtigungen, wenn wir entdeckt werden? Also Nein, jetzt du so hörst es noch. dieses, was da immer so kommt, dieses, was so immer aufblinkt. Nee, das bekommst du nicht mehr. Du bekommst nur noch das Geräusch. Okay. Diesen Ping. Okay, ich würde sagen, wir stellen das Auto hier ab Sind wir schon da? und laufen die restlichen 500 Meter hier durch den Wald. Hallo, aussteigen, Dude. Aussteigen, Dude. Boah, ist das krass, Das dass ich Problem ist, jetzt wir überhaupt müssen nicht uns. sehe, wo du genau bist. Ja. Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns natürlich jetzt ein bisschen ab. Moment. Ist irgendwo ein Scharfschütze? Ich prüfe. Ich guck mal hinter uns, falls das hinter uns war. Ne, das sieht nicht aus, als ob hier jemand. Aber irgendwo Ich sehe keine muss ich hier Wärmesignaturen, die hin. irgendwas wärmen. Irgendwoher hat es gepinkt. Eine Wärmesignatur habe ich auch nirgends. Gerade ich laufe mal weiter. Ich kriege nur ein bisschen hinterher. Oder ich hocke. Oh, das fühlt sich direkt sehr intensiv an, ne? Es ist was anderes. Wie gesagt, die Herausforderung oder die Weekly, die war gar nicht so einfach, weil ich mehr oder weniger die Entfernung ja geschätzt habe. Ich bin leicht hinten links von dir. Alles klar. Ich laufe ohne große Umschweife erstmal geradeaus, den Hügel hoch. Den Schwierigkeitsgrad haben wir auf Check mal kurz. normal, ne? Aktuell ist es noch normal. Ich habe mir gedacht, wir tasten uns erstmal langsam ran, Jo, besser ist das. bevor wir hier auf Extrem weitermachen. Okay, es sind 300 Meter. Ich schau mal ein bisschen mich um mit der Wärmebildkamera. Jupp, sag mir Bescheid, falls du was hast. Ich laufe jetzt einfach mal, ich bestimme jetzt einfach mal die Richtung anhand der Uhrzeiten. Ich bin 12 Uhr von dir. Jo, hab's gesehen. Hab ich kurz erschrocken. Meter. Und der Regen und das Gewitter machen es natürlich besser. Ja, Okay. definitiv, ey. Ich check auch noch mal ganz kurz. Okay, Hier viele vorne an dem Zivilisten, die Stein. jetzt gerade hier rumrennen. Ich habe die Befürchtung,
Weil da steht das Tor zur Arena erreichen. Dass es ein Hinterhalt ist. Da rennt eine Oma rum mit Hut. Weil hier sind null Wärmesignaturen. Außer also die von den Zivilisten. Und von den Tieren. Yep. Okay. Alter, ich hab jetzt gedacht, du bist ein bisschen Busch. So. Lol. Da bewegt sich ein Busch vor mir. Pass auf, was vielleicht auch klug wäre, wenn wir nicht beide reingehen. Einer bleibt draußen. Gute Idee. Dass du dich vielleicht hier oben. Ortega und seine Leute brennen auf einen Kampf. Jetzt habe ich den Anruf bekommen. Vielleicht gucken, ob wir uns hier oben irgendwo eine Position suchen können. Einen guten Überblick hast. Hier wird ordentlich rumgeballert, ne? Ich wollte gar nicht aufstehen, ich wollte mich eigentlich hinlegen. Okay. Da oben kommt der Lampi. Das sieht aus, Alter, ohne das hat, wie du hier durch den Wald schleichst. Atmosphärisch echter Wahnsinn. Helikopter? Alles klar. Ey, nicht aufstehen, du Aff. Okay, bleibst du erstmal hier unten? Also hier oben vielmehr. Ich suche mir mal einen Weg rein. Ist ja ein Zivilist im Gebüsch. Schiebe ich den hier vor mir her? Okay. Kurze Frage. Kannst du die Drohne einsetzen? Probier's, Moment. Ja. Ich habe ja gerade ein anderes Visier ausgewählt. Okay, weil hier auf der rechten Seite steht eine SAM-Stellung. Aber auch keine Gegner in der Nähe. Oh ja, stimmt. Alles klar, ich rück weiter vor. Und hier irgendwo dann Strom wahrscheinlich, oder? Ich sehe keinen Strom. Okay. Ortega hat sich gerade gemeldet, hat gerade gesagt, in der Arena musst du kämpfen. Oder sterben. Alles klar. Bist du gerade ungefähr? Am Eingang. Ah, okay. Hab dich im Blick. Oh, Scheiße. So, irgendwelche Signaturen? Ich hab gerade was entdeckt. Es kann aber auch sein, dass es der Heli war. Versuch mal auf meine Position. Da ist irgendeine Wärmesignatur, ich sehe nicht, was es ist. Das ist irgendwo im Wald. Helikopter über dir, ja. Yep, der greift mich an. Mich auch. Drohne fliegt. Mich zwar nicht an. Er hat mich nicht gesehen. Nicht komplett. Er kommt wieder zu mir. Schießt ordentlich. Ich könnte ihn abschießen. Ich rüste mich mal um. Eben Granatwerfer ausgerüstet. Okay, ich muss ja eine Kanzlerin runter. Der Patrouille alarmiert. Oh, das war mein Helikopter. Naja, das Problem ist, dass jetzt die Uni dort kommt. Hier sind noch keine weiteren. Rücke mal auf meine Position nach. Ich kann nicht von dem Turm springen. Toll. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Das sieht ein bisschen eng aus. Ich habe mal gepinkt, wo ich ungefähr bin. Moment. Okay.
señal del enemigo en su última posición conocida, comenzando una nueva búsqueda. Ich habe den Eingang zur Basis, beziehungsweise zur Arena. Ich bin gerade hier. Gut, okay, ich bin drin. Bin jetzt bei den Gefängnissen. Ja, wie gesagt, ich befinde mich jetzt. Hinter mir. Okay. Ja, okay, da auf den Lumpy geschossen wird, würde ich sagen, wir räumen erstmal das Feld irgendwie. Ich habe ihn. Die Sau hat sich weggeduckt. Oder hast du den abgeschossen? Nee, nee. Okay. Komm auf meine Position, ich bin direkt hinter dir. Alles klar. Links, 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 links. Okay. Hier vorne, hallo. Hallo. Oh shit. Santa Blanca greift. Okay, lauf weiter. An. Mhm. Ja, lauf weiter. Den Weg runter? Okay, ich bin hinter dir. Ja, vergiss nicht, warum wir eigentlich hier sind. Schüsse immer noch hinter uns. Ich deck nach hinten ab. Alles klar. Auf Zivilisten. Seht euch den Scheiß an. Was für ein Psycho baut so eine Donnerkuppel mitten in den Scheiße. Dschungel? Ortega wird hart zuschlagen. Also Vorsicht. Jetzt wird's ungemütlich. Achtung. Achtung heißt? Achtung heißt, ich wurde von irgendjemandem gesehen, weiß nicht von wo. Ich hab dich auch aus dem Raum. Wo bist du aktuell? Leute. Ich bin hier. Ich bin hier. Unten an den... Oh shit! Oh fuck. Ich bin down. Sie kommen auf dich zu. Zwei. Ich liege direkt hinter dem Stein vor dir. Ja, das Problem ist, ich sehe sie nicht. Vielleicht. Bei mir. Und ich sehe dich nicht. Bei mir in der Umgebung ist keiner. Ja, hier ist so eine Leiche an einem Pfahl gebunden, da kurz dahinter. Scheiße. Leiche an einem Pfahl kurz dahinter? Du meinst hier? Ja, links von dir, links von dir. Hä? Warte, nein, warte, warte, warte. Zu weit. Du bist ein Stück zu weit. Ja, 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 da. Da, ich seh genau. Dich, ich seh dich, ich seh dich. Alles gut, alles gut. Nice, Alter. Hä? Hinter dir, hinter dir. Da krieg ich noch. Ich habe einen erledigt. Scheiße, kommt von überall. Oben auf dem Turm. Der hat mich wahrscheinlich gesehen. Okay, wir müssen uns eine andere Position suchen. Von rechts. Oh Gott, ich blute. Wo bist du? Wo bist du? Ping mal. Ich bin immer noch an der gleichen Stelle. Okay. Ich schau gerade, dass ich wegkomme. Ich gehe jetzt ungefähr dorthin. Was, wohin? Lauf doch nicht weg, Alter. Ich sehe den Ping nicht. Ach, da unten. Alles klar. Oh, hinter mir. Max, siehst du den Ping hier hinten? Ja. Sehe ich. Lauf dahin. Lauf dahin. Dort ist jemand. Oh Gott, ich bin schon wieder down. Das ist ja nicht schlimm, aber lauf dahinter. Ich bin schon wieder down. Oh, na klasse, und ich weiß nicht wo. Direkt da, wo die zwei Leute jetzt auf dich zugerannt kommen vom Platz oben. Ja, ich sehe dich, glaube ich. Den du gerade niedergemacht hast, da bin ich in der Nähe. Oh, ich bin ganz schön weit weg von dir. Okay, Moment, Moment, Moment. Alles easy. Warte, 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 warte. Ja, du läufst gerade auf mich zu. Ja, genau, da bin ich. Hier? Ja, das bin ich.
So, scheiße, ich werde hart getroffen. Lauf hier hinter. Siehst du mich? Ich bin hier an dem Container. Lauf um den Container drumherum, dahinter ist ein Stein. Alter, schreck mich nicht so. Sorry. Okay, du deckst links, ich deck rechts ab. Ja. Ich glaube, das ist die Prüfung von ihm. Scheiße, muss ich halt einfach abmachen. Ja. Nicht die Drohne wegmachen. Oh, da hat doch jemanden gesehen. Oh shit. Muss nachladen. Ich bin down. Bei mir kommt ein schwerer. Oh, der hat mir voll ein Heli noch am Ende gedrückt. Gut. Ich dachte ganz kurz, dass du neben mir stehst, da war so ein Böserling. Weil der nicht auf mich geschossen hat. Der hat mich einfach nur angeguckt. Nach einem kurzen Schnitt sind wir wieder da. Lombi und ich haben unsere Position von eben wiedergefunden. Und da werden wir jetzt auch wieder hingehen. Ich werde auf dem Weg dorthin schon mal noch ein paar Minen legen. Sei vorsichtig, ich habe aus Versehen schon den Timer aktiviert. Das ist nicht schlimm. Okay, ich werde gleich beschossen. Ziel eliminiert. So, ich hab'n. Ich bin da. Und ich wollte gerade eben zu dir sagen, sag Bescheid, wenn du da bist. Hab ich voll erschrocken, ey. Hinter dem Stein. Ja, komm hier in den Stein. Ich komme hinter den Stein, ja. Achtung, ich komme jetzt. Wow. Deckst du die linke Seite wieder ab? Mhm. Alter. Pisst euch. Da oben kommt der andere Hügel, ich hab ihn schon gesehen. Okay, Ruhe bewahren und... Wir müssen noch 3 Minuten aushalten, 4 Minuten. Ah, alles gut. Ich glaube, die wissen auch noch nicht, wo wir sind. Ich leg mich mal hin. Soll ich mal einen Ausflug machen? Also mit der Drohne, meinst du? Was willst du machen? Mit der Drohne mal kurz gucken? Warte. Ha! Ihr Vollidioten! Aber auf der Seite sind gerade 2 in die Mine gelaufen. Oben über den Berg kommt noch einer. Haben. Bobby, der Wärmesensor. Jetzt trifft doch endlich! Alter! So. Hinter dem Container sind 2 in etwas weiterer Entfernung. Einer geht den Berg gerade hoch nach rechts. Okay, 2:30. Ja gut, danke. Okay, meiner ist ausgeschalten. Oh, 2 bei mir. Alles easy. Jo. Okay, 2:08. Alter, es kommt schon über die Mauer, ja, Säcke. Die spawnen einfach hier, Alter. What the fuck? Ich sage, wie die nicht direkt auf uns spawnen, ist ja alles okay. Kommt einer den Hügel runter? Gut, hab einen.
Dankeschön, Gewitter. Ja, alles klar, ist ja doch ganz entspannt. Man muss ja auch nicht hier rumrennen wie so ein angestochenes Hühnchen. Oh, machen Hügel, sehe ich auch noch welche. Oh, ich werde beschossen. Ja, hab sie. Okay, danke. Sind wieder die zwei Freunde, die ja bei mir gespawnt sind. Ach so. Da kommen jetzt hier bestimmt die zwei bei mir auch gleich wieder angerannt. Eine Minute noch. Okay, eine Minute left. America, fuck yeah. Da hinten sehe ich noch welche. Zack, die sind da irgendwas reingerannt. Ja, da kommt einer. Tango getroffen. Schnauze voll, Junge. Ich sehe eine kleine Gruppe aus. So, den habe ich auch. Check nochmal das Wärmebild. Ich habe die ganze Zeit Wärmebilder. 5 Sekunden. Ihr Ghost seid gut, aber das war nur das Warm-up. Zeit für das Hauptspiel. Achtung, kommt einer um die Ecke, oder? Mal nee. Sehen, doch. Wie Alter. Echten Killer kämpft. Oh, das war ganz schön krass. Ich dachte, erst, das ist das. Jetzt kommen, ja, jetzt kommen, ich glaube, aber jetzt kommen die Panzerte. Bin mir nicht sicher. Ja, es sind die Panzerte. Einen habe ich. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Auch ein. Oh fuck, Störer. Hä? Ja. Blendgranate raus. Okay, einen habe ich getroffen. Hab auch einen. Oh, krass. Jupp, okay. Hab den Jammer erwischt. So, jetzt ist es nur noch Captain Ortega selber. Pass auf, da kommt noch einer. Piss dich. Okay. Lampi? Mhm. Bin bereit. Komm mit. Komm mit. Ich bin jetzt siehst mich ja noch, vom, ne? Rechts vom Container. Bin links von ja, ich laufe an der Mauer lang. Ich habe ihn im Visier. Abdrücken. Lass safe, warte. Schalten aus. Hallo? Es war genau in dem Moment ein Bomber dazwischen, oder was? Hört, ich hab ihn abgestochen. Ich bin hinter dir. Okay, warte, ich komm wieder zur Mauer, wer noch beschossen? Ich sehe kein Ziel. Weiß nicht von wo, ich schieße jetzt einfach mal. Hab so, damit haben wir schon mal den östlichen Bezirk eingenommen. Ich komm zu dir wieder zurück. Bin bei dir. Super nice, ich schau mal ganz kurz, was wir bekommen haben. Ein R4. R. Mit gerolltem R. Oh, scheint doch nicht schlecht zu sein. Sturmgewehr. Keine AK, sondern eine R4. Werden immer noch beschossen? Hm. Oh, was war da? Da hinten hat es gerade Boom gemacht. Ich glaube, der ist in deine Mine gelaufen. Ja, ich hatte noch 3 Ziele jetzt ausgemacht. Klingt alles ruhig. Wunderbar. Tja, dann würde ich sagen, mit diesem kleinen Erfolg und der ja doch sehr intensiven Herausforderung sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich mit Lumpy und meiner Wenigkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Daumen nicht vergessen. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.